Heute hat im Hofgärtnerhaus, dem jetzigen Theatermuseum, ein Pressegespräch stattgefunden, an dem Gudrun Hock und ich für die SPD-Ratsfraktion teilgenommen haben. Wir haben darüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Vertreter des Vereins für Denkmalpflege, aber auch des Aktionsbündnisses der Düsseldorfer Bürger- und Heimatvereine und auch die Bürgerinitiative Lodge Don zu Wort kommen lassen. Hier wurden die Kritikpunkte an der derzeit bestehenden Oberflächengestaltung zum Köbogen nochmal deutlich gemacht. Auch die SPD-Ratsfraktion hat sich ja zu diesem Thema bereits mehrfach geäußert, dass wir kritisieren, dass im Hinblick auf den Hofgarten bestimmte Dinge nicht eingehalten werden, die Tunnelmünder werden nicht dargestellt, die verkehrstechnischen Lösungen sind nicht überzeugend, der Mehrwert, den die Stadt durch diese Maßnahme hat, ist nicht erkennbar. Und ich denke mal, das ist heute nochmal sehr deutlich gewesen worden, wo die Kritikpunkte liegen.